Hallo zu Bauernusken und mit einem neuen Update der Tech-Demo. Nämlich die 0093 ist draußen. So, und in dieser geht es um Pflanzenschutz. Ob das dann alles noch als Bio verkaufbar ist, weiß ich ja nicht, aber wir wissen ja auch nicht, was in dem Zeug drin ist, ne? Kann ja auch was Biologisches sein. Also auf jeden Fall wird im Moment an einigen Sachen parallel gearbeitet. Es wird an KI-Helfer-Wendemanövern gearbeitet, dem Haufensystem. Das soll voxelbasiert sein und also voxelbasierte Füllvolumen, zum Beispiel beim ungleichmäßigen Befüllen von Anhängern, an einen Linux-Support wird gearbeitet und natürlich an diverse Bugs, die gemeldet wurden, und demnächst soll es einen Bug-Tracker geben, an dem man öffentlich sehen kann, welche Bugs schon gemeldet wurden und welche noch nicht und woran gearbeitet wird. So, und jetzt zum Changelog dieser Tech-Demo. So, neu wurde die Fettspritze Damann Landcruiser hinzugefügt. Das ist dieses Teilchen hier. Finde ich ganz nettes Ding. Sieht toll aus. Finde ich. Und? Ach, die Physik geht da schon besser. Man kann das nicht wegschieben. Okay. Das wurde auch schon gefixt. Ganz unauffällig. Okay, so. Da dementsprechend wurde eine neue Quest für die Feldspritze hinzugefügt. Die zeige ich euch nachher. So, dann wurde neu hinzugefügt der Wassertank, die Wassertank-Beladestation für die Feldspritze. Das ist das hier. Das sehen wir auch noch im Einsatz. Und neu sind auch neue Charaktermodelle für Fußgänger. Und dabei habe ich noch keine Fußgänger gesehen. Naja. So, und was für euch weniger interessant ist, aber für mich, oder vielleicht doch für euch auch, auf der Homepage gibt es jetzt eine neue Timeline, wo man sieht, was man also wann was geplant ist zu veröffentlichen. So. Und es gab auch Bugfixes. Fertilizer Controller kann jetzt auch Unkraut bekämpfen. Ja. Weiß nicht, was damit gemeint ist, aber okay. So, ein Bugfix. Tankcontroller arbeiten jetzt mit Masse und Volumen. Ja, kenne ich auch noch nicht. So. Änderung. Änderung. Arion. Lenkwinkel erhöht. Kotflügel kollidieren nicht mal mit der Motorhaube. Das kontrollieren wir natürlich. So. Stimmt's? Oben kollidiert nichts mal. Also vorne. Und wenn man da genauer gucken will. Es scheint wirklich giftig zu sein. Ja, ganz knapp kommt da keine Kollision zustande. So. Okay, so, Änderung. Weitere Skriptmethoden für Attacher wurden erstellt. Ja, davon habe ich weniger Ahnung, aber das interessiert die Modder. So, jetzt zu der Timeline ganz kurz. Die kann ich euch nicht wirklich anzeigen. Könnte ich, aber naja, ist ein bisschen Arbeit. So, am 11. August
wird der Linux-Support veröffentlicht. Mit 0092. So. Irgendwann noch im August mit der 0093, ach, das ist die 0092. Tech-Demo, nicht 0093. Ja. Das dritte Update, aber 0092 ist das jetzt. So, in der 0093 Seating Update. Also irgendwie was mit wie heißt das? Aussehung. So. In der 0094, die auch noch im August stattfinden soll, mal sehen, ob das wirklich so ist. Dann Corn Shopping, also die Ernte. Und mit der 0095, die im September irgendwann kommen soll, ist das Animal Update, also Tiere kommen dann rein. Und letztendlich auch noch im September die 010, das Early Access. So. Darauf warten wir ja schon sowieso schon alle seit dem Mai. Aber seitdem gibt es hier ja schon die Tech-Demos, die ich euch zeigen kann. So. So, jetzt habe ich das Teil hier angehangen. Jetzt muss ich hier rüberfahren. Zu dieser. So. Muss wohl noch? Ah, da. So. Steuerung drücken. Machen wir mal 1200 Liter und Fühltyp KN400 heißt das. Ach, hier 1200 Liter und das Ganze wiegt 1080 Kilogramm. Okay, Start. Gekauft. So. Da unten seht ihr auch der Ladestand. So. So, jetzt müssen wir zu einem Feld fahren, das nicht das eine Feld ist, wo wir bis jetzt immer waren, sondern das Feld ist die Straße runter. Und wir testen mal eben, ob Bäume noch immer Phantom sind, also nicht wirklich existieren. Und wir können immer noch durchfahren. Okay, wir waren jetzt zu. Ich will da Karte vorstellen. Deswegen mache ich jetzt hier den Umweg. Naja. Relativ gerade vorstellen. So. Erstmal X drücken. Durch den Baum locker durch. Seht mal, wie lang dieses Teilchen ist. Eieieiei. Und B drücken. Und wie ihr seht, ist das da am Sprühen. So, jetzt muss ich diese Fett hier besprühen. Aber das hier ist sowieso schon mal nicht ganz so praktisch, weil wir fahren hier rum und wir sprühen die halbe Wiese mit. Das muss nicht sein.
Hier, seht mal, wie schön das aussieht. Und wie ihr hier hinten seht, einen Moment, ist auch Fruchtzerstörung vorhanden, nämlich da ist einfach eine Weite durch, sprich da wächst nicht mehr. Und hier seht ihr auch ein bisschen, dass es nass wird, aber da werde ich euch noch gleich schnell beim nächsten Feld kurz zeigen. Nämlich das nächste Feld fange ich auch mal noch kurz an. So, fahren wir hier lang. Wenn es so gut bestückt ist, das Feld, kann man das schlecht sehen mit den der Feuchtigkeit. B, X, Drive to Feld B, C, 10. X und B. So, jetzt sprühe ich jetzt schon. Geht auch schon. So, fahre ich mal kurz geradeaus. So, wo ihr dann seht. Und jetzt einen schönen Kameraschwenk. Aber hier seht ihr schon, das Ganze wird hier wirklich schön feucht. Hier seht ihr auch schon die Pfützen. So, dafür haben wir auch genügend besprüht. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Update, wenn es ums Aussehen geht. Tschüss!